Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo, liebe Streaming-Fans. Heute ist Montag, der 22. April. Wir beginnen die neue Woche mit einem Film, bei dem Rom-Com-Fans und Hundeliebhaberinnen und Liebhaber auf ihre Kosten kommen. Zusammen mit seinen Hunden spazieren gehen, das klingt ja eigentlich nach einer super Idee für das erste Date. Das denken sich auch Max und Nicole im Film Puppy Love. Schnell stellen die beiden jedoch fest, dass das Ganze nicht so matcht und die Sympathie nicht wirklich da ist. Doch zwischen ihren Hunden, da stimmt die Chemie und die beiden verschwinden für eine romantische Begegnung hinter einem Baum. Well, they seem to be getting along. Oh my God! Get away from her, you monster! This is your fault! I'm sorry. You know what? Whatever. Use my number! What are you whining about? At least you got laid. I sense some sexual tension. Not between you, the dogs. You two are gonna be grandparents. What if we, as friends, got them together just until the delivery? I mean, I guess we'll be doing it for the kids. Wie es nun mal so kommt, sind auch Max und Nicole dann doch immer mehr voneinander angetan. Max wird im Film von Grant Gustin gespielt. Den kennen viele von euch bestimmt noch als Superheld Flash. Nicole wird gespielt von Lucy Hale. Die kennt ihr vielleicht als Aria aus Pretty Little Liars. Die romantische Komödie Puppy Love gibt's ab heute bei Prime Video. Was ist schwerer, erwachsen werden oder erwachsen sein? Mit genau dieser Frage beschäftigt sich auch der Film Rückenwind von vorn. Charlie ist Lehrerin. Das Leben könnte eigentlich nicht schöner sein. Sie arbeitet in ihrem Traumberuf, hat tolle Freunde und ihr Partner Marco will ein Kind mit ihr bekommen. Doch Charlie merkt irgendwann, dass sie sich selbst verloren hat und überlegt, was sie eigentlich will. Keine Ahnung, es bleibt alles auf so vorgefertigten Bahnen. Ich habe irgendwie voll vergessen, was ich eigentlich will. Keine Familienplanung? Ich plane erstmal gar nichts. Ein bisschen viel los, meine Oma ist im Krankenhaus. Als dann noch ihre Oma krank wird und es immer mehr mit Marco kriselt, gerät sie ins Grübeln, ob sie nicht einfach aus ihrem Alltagstrott ausbrechen sollte. Der Film war 2018 bei der Berlinale in der Kategorie Perspektive deutsches Kino als Eröffnungsfilm zu sehen. Ab heute gibt es Rückenwind von vorn im Angebot von Filmfriends. In unserem letzten Tipp geht es um ein Naturereignis, das schon seit Jahren vor allem Menschen in Schweden fasziniert. Die große Elchwanderung. Ein jährliches Ereignis, bei dem ca. 200 Elche den Fluss in der schwedischen Höga-Kustenregion überqueren. Sie haben die mageren Wintermonate an der Küste verbracht und ziehen im Frühjahr landeinwärts auf die üppigeren Weiden. Dieses Jahr wird die Wanderung der Elche auf RTL Plus begleitet. Ab heute könnt ihr 2 Wochen lang in einem 24-Stunden-Livestream die Elche bei ihrer Wanderung beobachten. Die Kameras sind ferngesteuert, einige haben auch eine Nachtsichtfunktion. Das sogenannte Slow-TV soll übrigens auch gegen Alltagsstress helfen. Wie das funktionieren soll und woher der Hype um Elche eigentlich kommt, dazu gibt's passendes Begleitprogramm bei RTL Plus. Oder ihr probiert es selbst aus. Die große Elchwanderung gibt es ab heute im kostenlosen Livestream auf RTL Plus. Das waren unsere Streaming-Tipps zum Wochenstart. Wenn ihr uns gerade über Spotify oder Apple Podcasts hört, lasst uns doch gerne eine Bewertung da und vergesst nicht, uns zu folgen. Dann landet die neue Folge morgen direkt bei euch im Feed. Christopher Jung hat die Tipps für heute rausgesucht. Audioproduktion Florian Drexler. Mein Name ist Imke Zimmermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.